Hallo Leute und herzlich willkommen bei Big Frank Gaming. Ich bin euer Big Frank und heute gibt es mal wieder was ganz Besonderes. Und zwar wissen ja einige von euch, dass ich einen alten Kanal habe, Flaps Gaming. Die Videos sind auch noch online, ja, teilweise ja. Aber ich möchte euch die natürlich nicht vorenthalten. Deshalb gibt es heute mal ein altes Video aus meinem alten Kanal. Wundert euch also nicht, dass hier gleich Flaps Gaming steht und ich von Flaps Gaming rede und nicht von Big Frank Gaming. Die Videos sind gut und es steckt viel Arbeit in dem Kanal. Und ich denke, es ist vollkommen okay, wenn ich die Videos hier nochmal hochlade. Viel Spaß damit, Freunde! Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, hier bei Flaps Gaming. Ja, wir haben heute Zeit für eine neue Folge Pile of Shame. Und wie ihr hier im Hintergrund schon sehen könnt, für die neunte Folge Pile of Shame haben wir ein etwas altertümliches Spiel herangezogen. Ja, das Spiel Pharaonic in der Deluxe Edition. Yep, es handelt sich um einen Side-Scroller, ein Action-Game. Und ja, es steht schon eine ganze Weile in meinem Schrank, wie die meisten Sachen hier im Pile of Shame. Ich werde das jetzt hier mal auspacken und dann in die Konsole einlegen. Ihr könnt in der Zwischenzeit den Trailer im Hintergrund weiter genießen. Das geht schon ziemlich leicht auf hier. Größere Original PS4 Verpackung. So. Oh, was haben wir hier? Die Deluxe Edition wird auf jeden Fall mit einem Soundtrack geliefert. Eine CD mit 12 Tracks drauf. So. Wir gehen mal wieder aus dem Store raus und ich gehe gerade das Spiel einlegen. So, und da bin ich jetzt auch wieder. Da wird das Spiel installiert. Wir schauen mal, was es an Infos zu Pharaonic gibt. Kindersicherung Stufe 7. Letztes Update immerhin am 6.5.2019 um 19.12 Uhr. Huch, das ist ja heute. Ja, die Installation scheint relativ zügig zu gehen. Die Anwendung wird kopiert, 1,5 GB. Das ist nicht allzu viel. Ja, was können wir zu Pharaonic sagen? Im Store kostet die Standardversion 15,99 €, Retail im Handel 19,99 € als Deluxe-Variante. Da ist dann, wie gesagt, die Maxi-CD mit dem Soundtrack mit 12 Titeln drauf dabei. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Sollte es öfters noch geben, so Soundtracks bei den Spielen mit dabei. Natürlich jetzt vielleicht nicht gerade bei so einem Spiel, sondern eher bei Spielen wie Final Fantasy oder so, dass dann der Soundtrack standardmäßig dabei ist. Das würde mir echt gefallen. Ja, aber sei es drum. Wir schauen uns jetzt hier zusammen Pharaonic an. Steht schon seit bestimmt gut 1,5 Jahren bei mir im Regal, wenn nicht sogar 2. Und ist bis jetzt noch nie angepackt worden. Gut, leichte Schilde sind nicht sehr effektiv, um Schaden zu weg, ist der Tipp. Ich empfinde jetzt direkt als allererstes schon mal hier ein starkes Kantenflimmern an dem Schriftzug Pharaonic. Ja, eine Unschärfe im rechten Außenbereich. Ich weiß nicht, ob das bei euch jetzt so rüberkommt. Die PC-Monitore sind ja meistens etwas kleiner. Ich spiele ja auf einem 55 Zoll UHD-Monitor. Und da sieht man das doch ein bisschen besser, würde ich mal fast behaupten. Also wir haben hier ein starkes Kantenflimmern. Definitiv. Das ist immer sowas, das ist immer etwas anstrengend. Ich weiß nicht, warum man sowas nicht wegkriegt. Ich bin da in der Spielentwicklung nicht so tief mit drin, aber... Naja gut, mir fallen mir auch schon... Bei den Sklaven, die da vorne laufen, Clipping-Fehler auf. Die treten teilweise mit den Füßen in den Boden rein, in die Steine. Naja, gut. Ja, chromatische Aberration. Können wir hier einen ausschalten.
Wäre jetzt ganz schön, wenn man das dazu schreiben würde. Nicht jeder kommt damit klar, was chromatische Aberration ist. Vibration, Tastenbelegung und Spiel. Warnung bei niedriger Ausdauer und gegnerische Lebensbalken anzeigen. Wollen wir doch, alles klar, gut. Sonstige Einstellungen für Gewaltdarstellungen oder sowas gibt es nicht. Gut, wir starten ein neues Spiel und schauen gleich einmal rein. So, er möchte als allererstes einen Namen von uns haben. Dann soll er natürlich auch den Namen bekommen. Flaps. Männlich, weiblich, was hätten wir gerne? Ich bin ja ehrlich, ich spiele lieber mit Frauen wie mit Männern, aber wenn ich mir das angucke, da können wir noch die Figur umstellen. Am nächsten ist die Stimme. Bleiben wir bei männlich. Kriegen wir mal einen Bart hin? Nicht ganz, es gibt nur Sachen, die dem ähnlich sind. Okay. Nehmen wir das, das sieht zwar. Naja, egal. Dichte kurze Haare, ist gut. Oh, lass mal so. Ist ja auch nicht so wichtig. Ah, da stand gerade schon was von Erfahrungspunkten und Stufen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Das heißt, ein paar RPG-Elemente werden dabei sein. Das klingt schon mal nicht schlecht. Keine Fragen, nicht jetzt, es ist Eile geboten. Diese Hekerstele. Danke. Wirst du den Weg nach draußen freikämpfen? Wenn ich es eh nicht zu Ende lesen kann, kann ich es auch gleich überspringen. Das sollte da einfach mal eine Sekunde oder zwei länger stehen bleiben. Kamera drehen ist nur rauf und runter möglich. Gehen wir weit genug runter, haben wir schon die ersten Grafikfehler entdeckt. Na, herzlichen Glühwurm. Ist ja toll gemacht. Weiter kann ich nicht gehen, mit dem kann ich nur quasseln. Verdammt sei deine Seele, helfe ich dir nicht raus. Ishtar sei gepriesen. Meine Schwestern haben dich also auserkoren. Ich hoffe, dass Astarte sich bei dir nicht irrt. Geh nun schnell. Oh, und sprich mit Chuyai. Sie wird dir helfen. Sie ist gleich da vorne durch die Tür. Naja, gut. Es wird dann bestimmt die sein, ne? Thuja, Lebenswasserschmugglerin. Die Priesterin hat dich geschickt bei Horus. Du siehst halb tot aus. Hier, nimm meine Feldflasche. Da ist noch etwas Wasser übrig. Trink, du hast es nötig. Ausrüsten, Fackel. Ein paar Tropfen Lebenswasser werden deine Wunden heilen. Teile es dir vorsichtig ein. Und nun geh.
Mit X können wir also rollen oder uns wegducken. Ausrüstung wechseln. Ne, wir haben ja noch nichts. Leichter und schwerer Angriff. Du bist keine Wache. Marcel Cat, wie in aller Welt bist du? Egal, siehst du das dort drüben, das Ding mit der Klinge? Das ist eine Falle. Sei vorsichtig. Du kannst sie ausweichen, wenn du schnell genug bist. Viel Glück. Sie haben meinen Sohn in die Armee einberufen. Er ist im Kampf gegen diese fremden Bastarde gefallen. Dann haben sie dem roten Pharao meine Frau geopfert. Nun sitze ich hier. Räche mich, Fremder. Voraus ist einer. Töte ihn, bevor er sich umdreht. Er soll leiden. Ja, da können wir die Leinenkopfbedeckung sammeln. Okay. Optisch jetzt gar nicht so schlecht bisher, das Spiel. Gut, jetzt auch kein Superhammer, aber es macht auf jeden Fall einen Eindruck, dass man es spielen kann. Eine verwirrte Frau. Schluchz, ich bin bereit. Schluchz, mein Blut für die zwei Länder zu vergießen. Dem roten Pharao ewiges Wohl und Gedeihen. Ha, ha, ha. Oh Gott, die ist auf jeden Fall schon geistig durch. Was haben die zu sagen? Haha, du denkst, du bist ein Kämpfer? Hör zu. Ich habe mehr Seevolk getötet, als du dir vorstellen kannst. Lass nicht zu, dass sie dich treffen. Und gerate nicht außer Atem, sonst wirst du nicht einmal treffen. Beim Kämpfen geht es um Disziplin und das Gefühl für den richtigen Moment. Ausweichen, parieren, angreifen. Nun mach dich bereit. Psst, der Ausgang ist da lang, durch den Haupthof. Augenblick, sei vorsichtig. Der Hof ist stets bewacht. Siehst du die Truhe? Ich habe gesehen, wie einer der Bastarde ein Schild dort verstaut hat. Du wirst den brauchen. Verschlissener Schild und Karte des Opferkerkers. Beides ausrüsten. Hat er aber nicht gemacht. Bete an Schrein, um dein Leben wieder aufzufüllen. Ja, da bekommen wir auch Heiltränke. Ebenso. Wie war das jetzt nochmal mit den Tränken? Ah, die Taste, okay. Dreieck. Du bist tot. Okay. Das werde ich dann so wohl hinnehmen müssen. Die Götter werden dir nicht gestatten, deinem Schicksal so einfach zu entkommen. Wenn du im Kampf fällst, wirst du im letzten Schrein wiederbelebt, an dem du gebetet hast.
Du behältst dabei all deine Ausrüstung und den Großteil deiner Erfahrung. Schon wieder. Okay, versuchen wir es nochmal. Ja, diesmal habe ich ein bisschen Geld bekommen für den Kampf. Und schon wieder draufgegangen. Das mit dem Parieren im richtigen Moment ist gar nicht so einfach. Mal ganz ehrlich, das Spiel macht bis jetzt keinen allzu. Naja, also, ich sag mal, es ist da, ja. Es existiert, es ist programmiert worden, da hat sich einer Gedanken für gemacht und bestimmt noch viel, viel Zeit dabei verbracht. Es ist ja nicht so, als hätte ich mich nie mit Spieleentwicklung beschäftigt. Und auch gerade was Unity angeht, was ja eigentlich ein sehr, sehr einfaches System ist. Ja, da kann ja jeder im Prinzip was drin bauen mit relativ geringem Aufwand. Im Gegensatz zu klassischen Programmiersprachen. Und daher weiß ich, dass auch das hier trotzdem jede Menge Arbeit ist. Selbst nur als Side-Scroller. Hier muss ja eine Kamera gebaut werden, die im Prinzip immer mitläuft und alles. Ja, die Grafikdarstellung ist jetzt auch nicht ganz ohne. Okay, ich erkenne, der Boden ist im Prinzip aus zwei Teilen nur zusammengesetzt. Ja, gut, kann man nun mit leben. Gibt Schlimmeres. Schon wieder drauf gegangen. Es sind Standardbewegungsabläufe, da tut sich nicht viel und trotzdem ist es gar nicht so einfach, da irgendwie reinzukommen. Also, naja, ich weiß nicht. Motiviert das Spiel jetzt wirklich oder hätte ich selbst programmiert, wäre ich unheimlich stolz drauf, gar keine Frage. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Das würde ich jedem zeigen, der mich kennt. Definitiv. Vor allem, wenn ich meinen eigenen PlayStation-Titel hätte. Oh, da wäre ich ja. King Kotlet wäre ich dafür. Nur weil ich mein Spiel gut finde, heißt das nicht, dass es unbedingt von allen anderen gekauft werden muss.
Truhe. Der ist ein Bronzeschwert drin. Keti, der erfahrene Magi-Captain. Was haben wir denn da? Hier ist ja jemand ganz schön zäh. Hast du je darüber nachgedacht, den Wüstenspähern beizutreten? Aber wir sind nicht mehr bei den Magi, nicht wahr? Ich hätte da einen Vorschlag für dich, Fremder. Finde den Schlüssel und hilf mir aus diesem Loch heraus, dann bringe ich dir etwas bei. Aus dir mache ich noch einen Elite-Magi. Abgemacht. Oh ja. Kriegen wir schon hin. Okay, wir haben kein Lebenswasser mehr. Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Ich bräuchte mal eine Statue. Aber ich finde hier nichts außer Zellen und einer Falle. Ich bin tot. Starte ich jetzt etwa wieder ganz am Anfang? Sacre mia, blass dir doch. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Frechheit. Habe ich die Quest noch? Nein, die müssen wir nochmal neu annehmen, glaube ich. Ne, müssen wir nicht. Hier müssen wir tatsächlich im richtigen Moment blocken, um ihn überhaupt töten zu können. Super. Ich wette, wenn ich jetzt zurückgehe, um meine Heiltränke aufzufüllen, werden garantiert auch die Gegner alle wieder da sein. Probieren wir es einfach mal aus. Aber irgendwie muss ich hier ja klarkommen. Sag ich. Sind die alle wieder da? Bringt also gar nichts. Thank you.
Jetzt können wir hier schon den ersten Heiltrank trinken. Ja, herzlichen Glühwurm. Ich glaube, als derjenige das Spiel gemacht hat, hat er sich so ein bisschen an Prince of Persia erinnert. Nee. Das funktioniert wieder nicht. Und ganz ehrlich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, für diese Folge, Pile of Shame ist sehr, sehr kurz, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf das Spiel. Also ich meine, ich habe es zwar gekauft, aber nie gespielt und ich habe auch nicht Unrecht damit gehabt. Sind wir mal ganz ehrlich, Leute. Das wirkt jetzt nicht wie ein Spiel, das ich unbedingt spielen muss. Bin froh, dass wir sowas bei uns im Magazin nie bewerten mussten. Fällt mir nämlich immer schwer, dann bei solchen Spielen recht negative Meinungen abzugeben. Nun gut. Links und rechts seht ihr jetzt ein Video mit anderen Inhalten. Natürlich ebenfalls aus meiner Schmiede. Da könnt ihr gerne draufklicken. Da findet ihr bestimmt interessantere Sachen. Trotzdem dürft ihr natürlich gerne einen Daumen hoch für das Video dalassen oder einen Kommentar. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Gut. Ich bin raus, euer Frank von Flaps Gaming. Ciao, ciao.